Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem heurigen Rathausfest. Im Namen des Freitigen Landtagsclubs der FPÖ Wien darf ich Sie ganz, ganz herzlich begrüßen hier im Wiener Rathaus. Eine sehr, sehr überwältigende Stimmung und ich muss sagen, wir Freiheitliche sind am Weg nach oben. Heute ist das Rathaus blau eingefärbt. In wenigen Jahren wird das Rathaus ganz blau eingefärbt sein. Für viele, viele Zeit, für lange Jahre, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dafür kämpfen wir gemeinsam. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Es ist unglaublich gut besucht, eine tolle Stimmung hier im Arkadenhof des Rathauses. Und wir sind eine sehr, sehr aktive Partei mit vielen, vielen Aktivisten, mit vielen Mitgliedern, mit vielen Funktionären, die eine tolle Arbeit leisten, eine tolle Arbeit tagtäglich auf der Straße, tagtäglich in ihrem Bereich. Und der heutige Abend soll dazu dienen, auch ein Dankeschön auszusprechen an euch alle, die ihr immer treu an unserer Seite gestanden seid, an euch alle, weil ihr auch in Zukunft für uns gemeinsam für ein besseres Wien kämpfen werdet. Dankeschön, liebe Freunde. Und genau das, unsere Gemeinschaft wollen wir heute gemeinsam feiern und wir wollen, dass Sie sich alle heute Abend besonders wohlfühlen hier im Rathaus. Der Wettergott meint es sehr gut, die Stimmung ist einzigartig, wir sind gut besucht und wir haben auch einiges für Sie heute vorbereitet. Einige Künstler stellen ihre Kunstwerke aus, zum Beispiel die Frau Elfriede Breuer-Freundlinger, der Herr Horst Breuer, der Christoph Schädel. Und ja, für die musikalische Untermalung sorgt wie immer die John Otti Band. Herzlichen Dank, dass ihr auch heute hier gekommen seid, liebe Freunde. Ihr werdet euch noch so richtig einheizen heute und die Stimmung auf der Tanzfläche ist auch schon einzigartig. Und ich bedanke mich auch bei der Rathauswache, dass sie heute wieder für Ordnung und Sicherheit sorgt hier im Rathaus und bei der MA 34 der Gebäudeverwaltung, das sie auch den heutigen Abend möglich gemacht hat. Bitte besuchen Sie auch unsere Stände hier am Rand des Arkadenhofes. Österreicher in Not ist hier mit einem Stand vertreten. Wir freuen uns natürlich über Spenden, aber auch die Organisation, die kleinen sozialen Netze sind vertreten. Sie freuen sich auch über eine Spende ihrerseits, weil wir Freiheitliche leben den sozialen Gedanken. Nicht so wie der Bürgermeister Häupl hier im Rathaus, der sich im Elfenbeinturm verschanzt hier oben und völlig unsozial agiert, indem er die Gebühren erhöht. Das lehnen wir ab, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir werden nicht locker lassen, bis die zuständige Finanzstadträtin Renate Brauner ihren Sessel geräumt hat. Dafür kämpfen wir, meine lieben Freunde. Und es wird auch ein wunderschönes Buffet heute für uns alle geben. Würstel, Brötchen, Gulaschsuppe, Krapfen, Kaiserschmarrn, Wein, Sturm, Bier, Schilcher und auch alkoholfreie Getränke, damit die Stimmung natürlich noch besser wird. Ich darf mich bedanken bei allen, die heute tatkräftig mitgeholfen haben, dass dieser heutige Abend zustande gekommen ist. Ich darf mich bedanken bei meinen wirklich wundervollen Mitarbeitern im Rathausclub, die diesen Abend möglich gemacht haben. Es bedarf einer sehr, sehr langen Vorplanung. Herzlichen Dank euch allen. Wir sind ein sehr gutes Team und ich bin stolz auf euch, meine lieben Freunde. Und ich bin auch stolz auf die 27 Mandatare, drei Stadträte, den Präsidenten, den Gemeinderatsvorsitzenden, die unsere freiheitliche Idee hier im Rathaus tagtäglich vertreten. Ich darf begrüßen alle Gemeinderäte und Landtagsabgeordneten, die hier seitens der FPÖ im Rathaus vertreten sind. Ich darf begrüßen unsere drei Stadträte, Stadtrat Niki Matiasek, Stadtrat Eduard Schock, Stadtrat David Lazar. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir sind Politiker zum Angreifen. Wir verschanzen uns nicht irgendwo im Elfenbeinturm, sondern wir wollen auch mit euch ins Gespräch kommen. Genauso wie auch unser Landtagspräsident Johann Herzog und unser Gemeinderatsvorsitzender Dietbert Kobarik. Herzlich willkommen auch hier heute im Rathaus. Der Vizepräsident des Stadtschulrates Helmut Günther ist auch hier und betreut den Stand für Österreicher in Not. Und ich darf auch die zahlreich
erschienenen Nationalratsabgeordneten aus Wien, aber auch aus ganz Österreich begrüßen, die heute an diesem Abend hier bei uns sind. Danke, dass ihr gekommen seid, meine lieben Freunde. Als Ehrengast darf ich heute begrüßen den Vizevorsitzenden der slowakischen Nationalpartei, unseren Freund Andrej Danko, der extra aus Pressburg hierher angereist ist. Herzlich willkommen, lieber Andrej. Ich hoffe, du fühlst dich wohl bei uns, weil wir pflegen ja eine sehr, sehr gute Kooperation mit dieser slowakischen Nationalpartei. Und ich darf vor allem hier heute in unserer Mitte begrüßen den Menschen, der unseren Erfolg überhaupt erst möglich gemacht hat seit 2005. Das ist H.C. Strache, unser Bundesparteihauptmann und Landesparteihauptmann. Wir freuen uns, dass du gekommen bist, lieber H.C. H.C. Strache wird bald die Bühne betreten. H.C. Strache ist ja nicht nur das Zugpferd der Freiheitlichen Partei, er ist das einzige politische Zugpferd in der österreichischen Innenpolitik, meine lieben Freunde. Weil die anderen Parteien sind ja mittlerweile zum Stillstand gelangt. Wir sind die einzige Partei mit H.C. Strache an der Spitze, die auch etwas Bewegung und Stimmung hier in die politische Landschaft bringen. Und wir werden so weitermachen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich erinnere, im Jahre 2005 lag die FPÖ in den Umfragen bei 3-4%. Bei 3-4%. H.C. Strache hat Verantwortung übernommen. Er hat das Ruder in der schwierigsten und schlimmsten Zeit für die FPÖ übernommen. Das ist jemand, der wirklich sich für unsere Gesinnungsgemeinschaft einsetzt und eingesetzt hat und einsetzen wird. Wir waren bei 3-4%. Und hatten 4 Monate später bei der Wiener Wahl im Oktober 2005 schon 15%. Aber der Erfolgsweg ging ja noch weiter. 2008 hatten wir bei der Nationalratswahl 18% und 2010 bei der Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl 26%. Wir sind zur zweitstärksten Kraft hier in Wien aufgestiegen. Und das haben wir vor allem auch unserem H.C. Strache zu verdanken. Und jetzt sind wir in den Umfragen schon auf dem Weg zur Nummer 1 österreichweit. Das ist sehr erfreulich. Das ist sehr erfreulich. Aber machen wir uns nicht zu viel aus Umfragen, sondern seien wir uns bewusst, wir sind schon mitten im Herzen und im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen. Das macht uns stark und sollte uns bekräftigen für unseren zukünftigen Weg, meine lieben Freunde. Diesen Weg sollen wir weitergehen. Wir sind eine Partei, auf die die Menschen zu Recht hoffen. Deswegen müssen wir uns auch der Verantwortung bewusst sein, die auf unseren Schultern auch lastet. Wir tragen Verantwortung für unsere Heimat. Wir leben diese Verantwortung hier im Wiener Rathaus und im Parlament unter Heinz-Christian Strache. Und wir liegen auch mit unseren Themen goldrichtig. Wir wollen, dass Wien unsere Heimatstadt bleibt. Eigentlich eine ganz banale, einfache Forderung, ist aber leider unter Rot und Rot-Grün mittlerweile zu einer exotischen Politik geworden. Das ist es aber nicht, meine lieben Freunde. Wir wollen, dass Wien unsere Heimatstadt bleibt. Dafür treten wir ein und wir wollen auch nicht, dass unsere Steuergelder ins Ausland verschifft werden. Unser Geld für unsere Leute. Und ich kann Ihnen zum Abschluss eines versprechen. Wir werden nicht müde werden, bis diese rot-grüne Chaotenregierung hier aus dem Rathaus abdankt. Wir werden nicht müde werden. Wir vertreten im Gemeinderat und Landtag, sowie auch morgen, unsere Politik. Es kann nicht sein, dass ganz Wien zu einer 30-km/h-Zone wird. Das will aber die Frau Vasilakko. Das lehnen wir ab, meine lieben Freunde. Wir lehnen diese Verbotspolitik der Grünen insgesamt ab. Wir lehnen die unsoziale Politik der Grünen insgesamt ab. Die Gebühren werden erhöht, die Menschen werden belastet. Und gleichzeitig sitzt der Herr Van der Bellen
in einem wohl dotierten Posten mit 210.000 Euro jährlich in einem Büro hier im Rathaus und tut nichts anderes als täglich Daumen drehen. Aber genau das zeigen wir auf, meine lieben Freunde. Das ist unsere Politik. Und kurz zum Abschluss, es kann nicht sein, dass unsere Finanzstadträtin unser Budget und das Finanzmanagement unserer Steuergelder mit einem Casino verwechselt. Es kann nicht sein, dass mit unseren Steuergeldern wie in einem Casino völlig mit einer Casino-Mentalität umgegangen wird. Das werden wir abstellen. Dafür kämpfen wir, meine lieben Freunde. Wir werden die rot-grünen Sümpfe und Skandale trockenlegen. Dafür treten wir ein. Und ich darf das Wort unserem Bundesparteiobmann und Landesparteiobmann HC Strache übergeben.